Ich kriege die Frage oft gefragt, wenn man in Excel einen Text hat, wie kann man einen Link erstellen von diesem Text zu einer externen Datei, zum Beispiel eine Webseite, wie zum Beispiel Google, oder eine Datei, die irgendwo auf irgendeinem Laufwerk liegt, zum Beispiel eine PDF-Datei. Das geht eigentlich ganz einfach. Man klickt einfach da rein auf den in der Zelle, wo der Link erstellt werden soll, und man geht über Einfügen und Hyperlink. Jetzt, wenn es eine steckt das Fenster hier. Wenn es jetzt eine externe Adresse ist, zum Beispiel jetzt wie, nehmen wir an, Google, dann gibt man einfach die Adresse ein, HTTP, wie in einem normalen Browser. Okay, und dann auf OK. Das Format ist jetzt ein bisschen anders, man kann das aber das Format dann korrigieren, fett, zum Beispiel auf 14, und muss ja nicht blau sein, rot zum Beispiel. So, und dann, wenn ich jetzt auf diesen Link klicke, das ist jetzt ein Link, sieht man hier an der Hand, und wenn ich zum, sieht man auch, die Adresse steht dann unterm Link, und wenn ich jetzt auf den Link klicke, müsste eigentlich der Browser jetzt öffnen, und der nimmt mich dann zur google.de. Okay. Zu einer Datei ist es ähnlich, man geht wieder auf Einfügen, Hyperlink, man wählt eine Datei, also man geht in irgendein Laufwerk und, oder einen Ordner, und hier habe ich zum Beispiel jetzt eine Beispieldatei erstellt, Test, das ist eine PDF-Datei, einfach draufklicken und dann auf OK. Und schon habe ich den Link da. Man kann auch das, ich möchte gerne, dass B im selben Format ist wie A. Da kann ich dann einfach Pinsel und Format überfahren. Jetzt, wenn ich auf diese Dings klicke, dann habe ich dann, habe ich dann die Datei, wie sie da steht. Okay? Jetzt den Link zu entfernen geht genau ähnlich wie einzufügen. Also man geht wieder auf Einfügen, klickt in der Zelle, wo man den Link weghaben will. Geht auf Hyperlink, da unten steht der Link, einfach Hyperlink entfernen und schon ist alles wieder beim Alten. Ja? Und das kann das auch genau hier dasselbe nochmal machen. Hyperlink entfernen und schon sind die Links wieder weg. Okay.